Spiel erinnern. Ja, das wird auch sicher lustig, weil ich treffe nichts. Warum ist denn die Tür auf einmal offen? Da kriegst du die Tür nicht zu. Hab ich hier irgend... Ich hab nichts getroffen mit der Granate. Ich bin so ein Vollhorst. Ich brauche unbedingt mal eine stärkere Waffe, ey. Hier nicht noch irgendwas... Getroffen! Nix getroffen. So, Cider oder wie sie jetzt hieß, ist Geschichte. Der Raider-Abenteurer leider noch nicht. So, aber jetzt. Wie hieß sie? Cinder. Oh, Cinder, nicht Cider. Siehst du, ich denk schon wieder nur ans Saufen. Schlimm. So, haben wir hier... Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Nee, den Rest brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Hier ist, glaube ich, die Reflexkondensator-Technologie. Oder Fluxsensor, ja, was auch immer. Also irgendwie so ein Ding, was wir halt holen mussten. Und das war es, glaube ich, hier drin auch sogar schon. Dann können wir, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch wieder... Ach, nee, Moment, genau. Hier ging es noch weiter und da habe ich... Hier war letztes Mal die Folge zu Ende. Das heißt, ab hier ist jetzt für mich wieder auch alles neu. So weit war ich nämlich noch nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich hier drinnen noch machen muss. Das ist halt das andere Problem. Es geht aber offensichtlich bergauf. Oh Gott, der Spruch war so flach. Es tut mir leid. So. Moment. Ah, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Okay, das heißt, da ist dann einfach nur der zweite Ausgang. Die Tür machen wir natürlich auf. Und selbst wenn nichts drin ist, ist ja egal. Hauptsache, wir kriegen die XP fürs Entsperren. Komm schon. So. Na also. Siehst du, manchmal muss man einfach nochmal ansetzen und dann geht's. Ein Zement. Okay, da war eine Sprengstoffkiste versteckt. Das ist auch... das ist dann wenigstens was lohnen, was halbwegs lohnenswertes. Komm, Jess, geh rein. Los, los, blockier du die Tür und ich... Wow, die werden schon stärker, muss ich sagen. Die werden schon langsam stärker, die Gegner. Man merkt es doch deutlich. Und ich hatte mich, ja nicht beschwert, aber so, ich habe halt so gedacht, oh, das ist irgendwie alles so einfach mittlerweile. Aber nein, es wird schwieriger. Da gibt es nochmal eine Schraube. Und schon wieder was zum Entsperren. Ich muss heute auch mal gucken. Ich kann heute leider auch nicht ewig aufnehmen. Aber mir ist das eben halt, oder vorhin, mit der Folge aufgefallen. Und dann dachte ich mir so, naja komm, dann nehmen wir halt zumindest nochmal ein paar Folgen auf. Ich brauche sowieso ein bisschen Vorrat. Ich bin bei Fallout ziemlich hinterher mittlerweile. Ah, die ist jetzt auf der anderen Seite gesichert, okay. Also für mich von meiner Planung bin ich ein bisschen hinterher. Wollte eigentlich... Au! Au! Gerade so überlebt. Au! Hilfsmittel. Gegrillt. So. Und ich guck noch... Und, oh, ich bin so noch... Ich guck's noch in Ruhe an. So. Ach, guck mal. Eine Granate. Das ist ja nett.
Kommen da noch mehr raus? Weil rein komme ich ja... Ah doch, hier geht's rein. Hätte ich die jetzt... Jazz, komm her. Need your help. Aber hier ist gar nichts Besonderes. Ich dachte, das lohnt sich mal hier, so ein abgelegen... Ach, Bethesda, ihr müsst mal eure Entwickler besser erziehen, dass die mal an solchen Ecken, wo man eigentlich denkt, ach, da gucke ich jetzt nicht rein, mal irgendwas Cooles verstecken. So, wir sind... gerade noch entkommen. Aber wir sind fertig hier. Wir haben alles gefunden, was wir brauchten. Das heißt, wir können wieder raus ins Commonwealth. Und... bum, bum, bum. Was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich muss, glaube ich, gleich mal wieder in meinen Questlog reinschauen. Ah, schön. So, was sagt denn unser Questlog? Ich weiß nicht, ich will diese blöden Minutemen-Dinger nicht machen. Säubere Wick-Chipping... Tötet die Raider in Dunwich Boros. Die ist doch schon uralt, die Quest, oder nicht? So, was sagt denn unsere Karte? Haben wir hier... Wir sind da... Berge Schrauben. Da ist nix. Dunwich Boros. Da waren wir doch eigentlich schon. Dann können wir das doch eben machen. Wenn wir da eh schon waren, können wir ja schnell hinreisen. Bam, bam, bam. Alles weg. Sauber, gut. Quest erledigt. Klingt für mich nach einem guten Plan. Die Frage ist, was muss ich hier jetzt noch machen? Weil eigentlich war ich hier ja schon. Und ich dachte eigentlich, ich hätte hier auch schon alles erledigt. Oder ist das nur was Neues? Nee, ich erinnere mich an die Quest. Die ist schon alt, die ist schon deutlich älter. Hier ist Dunwich. Oder Dunwich? Müsste eigentlich Dunwich heißen, wenn es... Naja, wobei es USA. Nicht, was steht denn da auf dem Schild? Danger! Quarry, keep out! Ja, nö. Also von sowas lasse ich mich jetzt ja nicht abschrecken. Terminal? Was macht denn das Terminal? Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Turmsteuerung. So. Aus, ne? Türme machen wir aus. Ich habe jetzt zwar auch keinen gesehen, aber... Sicher ist sicher. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter. Und wahrscheinlich sind dann unten irgendwo welche, oder? Boah, mir wird gerade... Schwindlig. Er sagt 22 Meter. So. Freie EP, ohne dass ich was dafür machen muss, finde ich immer gut. Aber wo sind denn hier jetzt Raider? Hä? Spiel. Hier sind keine mehr. Ich habe die eigentlich getötet schon. Alter, was geht denn hier ab? Was zur Hölle ging... Alter, wie asozial. Die haben die im Käfig eingesperrt und dann Feuer unten drunter angezündet. Alter, das ist ja wie Hexenverbrennung. Also, ohne Scheiß, das ist eine Foltermethode aus dem Mittelalter. Eine, bei der man eigentlich immer gestorben ist am Ende, weil entweder kriegst du keine Luft oder... Alter, wie krass. Da unten. Wie komme ich denn da unten hin? Ich glaube hier, oder? Ja, das sieht ganz gut aus. Also wie gesagt, das ist eine Foltermethode aus dem Mittelalter und dabei bist du, wenn du gefoltert wurdest, bist du eigentlich immer daran gestorben, weil du halt entweder verbrannt bist oder, also es braucht ja nicht unbedingt Feuer, damit du stirbst. Das reicht ja schon, wenn es heiß genug ist. Oder die Leute sind einfach erstickt, weil sie halt keine Luft mehr gekriegt haben. So, Dunwich Boros. Ich glaube, hier müssen wir nur ein paar Raider killen. Das ist eigentlich ganz okay. Das sollte ja eigentlich ganz schnell gehen.
Naja, wenn ich schon in Half-Life, sag ich jetzt, in Hall Out, das neue Spiel Hall Out, wenn ich in Fallout schon sage, das dürfte ja schnell gehen, könnt ihr euch darauf einstellen, das sind 10 Folgen oder so. Ah, mach was dagegen, Jess. Du bist unglaublich gut als Roboter. Als Mensch natürlich auch, aber. Moment. So haben wir nicht gewettet, meine Lieben. Das ist so ein kacken Geschützturm, oder? Den sehe ich halt jetzt nicht. So, den haben wir aber schon mal erledigt. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Terminal von Station 1. Sollte ich vielleicht nicht unbedingt lesen, während die der Meinung sind, mich mit Granaten bewerfen zu müssen? Na komm, noch mehr? Willst du noch mehr? Nee? Gut. Ich habe gerade gelesen, Bobs Metallrüstung. Ach, schön. Es ist immer wieder schön, wie das Gehirn einem Streiche spielt. Ich wollte eigentlich schlafen. Jetzt habe ich einen Strohkissen. Na egal, so. Leben ist wieder voll. Hier sind mit Sicherheit auch noch mehr Raider. Die Lampe aus. Und irgendwie, ich habe immer so geschwärmt von diesem Roboter, aber irgendwie manchmal macht der gar nichts. So, guck, steht da einfach nur doof rum. Ich schieße auch eigentlich gerade nur auf das Licht, weil. Aber ein Licht müsste ja gut sein, müsste ja ungefähr dem Kopf entsprechen. So, den haben wir jetzt noch, den da oben. Treffe ich den da überhaupt durch? Nee, ich glaube nicht. Dann machen wir es halt auf die altertümliche Weise. Einfach frontal. Ich glaube aber auch das war es hier noch nicht. Ich muss immer mal auf die Uhr gucken, weil eigentlich. Wir haben jetzt 20 nach 4. Moment. Tatsächlich, wir haben jetzt 20 nach 4. Ich dachte, es wäre schon 20 nach 5. Dann habe ich ja noch mehr Zeit, um aufzunehmen. Das ist eigentlich super. Das kommt mir gerade sehr gelegen. Ich wollte nämlich eigentlich nachher mit dem Peacemaker und dem Lama ein wenig Counter-Strike spielen und streamen. Wobei ich nicht streamen werde. Ich habe festgestellt, Stream und schnelle Online-Spiele vertragen sich auf meiner Hybridleitung dann doch nicht. So, habe ich euch schon alle? Ja, habe ich euch schon alle gebootet. So wie es aussieht zumindest. Das ist übrigens sehr verwirrend hier unten. Ich. Was? Jetzt, achso, jetzt bin ich geduckt. Spiel, du willst mich doch. Was haben wir hier noch? Einen Bergbauhelm, den nehme ich mal mit. Und. Terminal von Station 3. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Vorhin musste ich abbrechen. Mitteilungen. Dunwich Boras. Oh Gott, Moment. Meine Nase juckt gerade und ich kann nicht niesen. Ich werde einfach mal kurz versuchen, weiterzumachen.
Dringende Mitteilung. Nachricht von Geschäftsführung an Bradley Ramone, Station 3. Empfangen. Brad, wir brauchen Sie umgehend an Station 4. Sobald Sie da sind, werden wir alles weitere erklären. Die Geschäftsführung. Anfrage zu Geländer. Von Bradley Ramone an Geschäftsführung. Hey Leute, ich wollte mal wegen des neuen Geländers nachfragen, das ich vor einiger Zeit angefordert hatte. Neulich ist fast schon wieder jemand runtergefallen. Danke Leute. Brad, PM? Station 3. PM kenne ich jetzt so eher als Projektmanager. John von Station 2 beschwert sich andauernd darüber, dass unsere Mannschaft seine Produktion verlangsamt. Egal, was ich ihm sage, er meint nur, dass ich mich an Sie wenden soll. Können Sie ihn vielleicht zur Vernunft bringen? Er weiß, dass wir die Ausrüstung brauchen. Okay, Sicherheitshinweise, Schutzbrillen. Naja, okay, da brauchen wir, glaube ich, Geländer. Genau wie unsere Stützbalken kosten auch Geländer Geld. Wir haben sie dort errichtet, wo es uns angemessen erschien. Allerdings ist es bei mehreren Unfällen zu tödlichen Stürzen von Arbeitern gekommen, besonders in der Nähe von Station 2. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um die Arbeiter daran zu erinnern, dass sich die Umgebung genauer anzuschauen und sich nicht an die Geländer zu lehnen. Einige sind verrostet und eventuell nicht mehr stabil. Moment. Wir inspizieren die Gelände alle 6 Monate. Sollten Sie also eines finden, das nicht mehr standfest ist, sind wir wahrscheinlich im Rückstand und werden uns in Kürze damit befassen. Kein Grund also, eine weitere Beschwerde einzureichen. Ja, ist klar, ne? Geländer ist kaputt, aber halt mal schön die Klappe, weil kostet uns ja Geld. Ja, sowas kann ich ja leiden. Wie's Gewitter. Ja. Unmöglich. Ach komm. Ich will auch gar nicht flüchten. Wow. Jetzt hab ich mal wieder nicht aufgepasst. Wir stellen uns mal hier hin, da sieht uns nämlich keiner. Haha. So, den haben wir. 60 EP, die geben echt richtig viel. Jetzt haben wir hier natürlich... Bedlam oder wer auch immer das ist, hält ganz schön was aus. Direkt auf den Kopf, aber... Nimmt kaum Schaden, das ist krass. Vielleicht ins Gesicht schieße? Der heilt sich hoch! Alter, wie assig ist das denn? So, das müssen wir jetzt so machen. Na, einer noch. Oh, Gott sei Dank. So, Bedlam wäre erledigt. Töte die Raider. Wunderbar. Und wir kriegen nochmal unglaublich überwältigende Geschichten. Awesome Tales. Du erleidest 5% weniger Schaden durch Roboter. Finde ich ganz gut. So, gibt's denn jetzt hier eine Abkürzung, wo wir wieder rauskommen? Das wäre ganz nett. Ich will nicht den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Gule. Gule. Speichern. Nicht vergessen. Morg, speichern, nicht vergessen. So. Das war mir fast klar. Frau Jazz, würden Sie bitte ein bisschen Platz machen? Du auch. Und ich... Ach, er hat's gebrannt, deswegen. Hier gab's ein Feuer. Oh oh, nicht gut geworfen. Wow.
Was war das? Synth-Rüstung rechte Arm. Ich glaube, habe ich schon. Wow, geh weg. Das war knapp.